So, Big Nils. Big Nils. Wieder ein absoluter Drill hier. Oh, sieht nach einer schöneren an. Ne? Er sagt, wieder eine von den Kleinen. Die kämpfen alle. Ja, ja, auf jeden Fall. So, Big Nille hier immer noch mitten im Drill. Musste kurz den Akku wechseln, meine Lieben. Oh, Nille, was hast du? Schöner Fisch? Oh, sieht gut aus. Ein kleiner wieder, aber ein schöner Fisch, ne? Also auch die Kleinen hier in der Jahreszeit echt aktiv und kämpfen. Passiv haben wir jetzt, weiß ich nicht, so 3-4 Fische gefangen vielleicht, ne? Und die nächstletzten 10 Stück, die wir jetzt haben, haben wir alle aktiv aufs Huhn gefangen. Auch bei den kalten Temperaturen. Sehr, sehr geil. Oh. Der Boden ist auch weg, ne? Jo. 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 Mal Pose, ja, die haut nicht ab. Die haut nicht ab. Okay. Die hat das Ding geschluckt. Die brauchen ja eh bei hier an der Pose ein bisschen länger Zeit, ne? Ja, ja. So, hol rein hier den Aal. Ist das ein Durchlaufblinker oder was ist das? Ja. Oh, hier wieder der gute Durchlaufblinker von Preston. Der regelt. Da kommt der schöne Fisch. Ja, deine Pose zieht, ja, die ist dran. Petri, mein Freund. Deine Pose ist gerade wieder da. Wir warten mal kurz. Wo habe ich jetzt einen Lillischen Fisch versaut? Nee, habe ich nicht. Und ich bin hier jetzt mit dem nächsten im Drill. Muss man mit dem Kescher kommen, Bruder? Dann noch eine für dich. Entschuldigung für die komischen Aufnahmen, aber ich halte gerade die Kamera und den Fisch an einer Hand. Und Nilsi, ja, Nilsi macht Kaffeepäuschen. Da kommt er schon. Sein nächster Fisch. Wird Zeit. Der holt jetzt hier richtig stark auf. Guck mal, der hängt ganz voll knapp vorne. Guck mal. Leg mal runter. Der erste, der hängen geblieben ist auf der Pose und du machst ihn, ja? Ja, ich weiß, wie es geht. Achtung, Leute. Guck mal. Mäuschen, warte doch mal. Guck mal, wie knapp der da vorne hängt. Ganz knapp vorne an. Schöner Fisch, Nille. Petri, du kannst weitergehen. Und zack, ist sie drauf, du. Ich muss dir zeigen, wo die Fische stehen, wa? Ja, mein Lieben. Nille holt auf. Ich glaube, ich bin jetzt bei 9 oder 10. Der genude Nille ist jetzt bei 6. Ich habe doch gesagt, er holt stark auf. Nille, Daumen hoch. Daumen hoch. Guter Mann.
So Leute, wir sind immer noch fleißig dabei. Ich muss mich ein bisschen bücken, das Stativ ist ein bisschen klein. Ich habe mittlerweile 10 Fische, Nils hat 7, also wir sind bei 17 Fischen. Ich denke, es ist ganz stattlich. Ich bin jetzt mal umgestiegen auf so eine Art Jara-Gummibait und versuche da mal jetzt meinen Rost zu holen. Hey. Hatten jetzt die ganze Zeit verarscht. Mit der Bienenmarder hat er die ganze Zeit jetzt angezupft und die immer nur ganz leicht gezupft. Immer ganz leicht gezupft. Und jetzt hat er sie erwischt. Jetzt, was sagst du? Läuft. Und Petri. Sehr, sehr schön. Überlistet die blöde Sau. Jetzt haben wir den Double Drill drauf, ja. Tatsächlich voll auf das kleine Ding gerissen. Krasses Ding. Leute, da seht ihr, zu zweit einen rausgeholt. Erst ich, dann Nils noch. Läuft bei uns. Jetzt tun wir nicht so, als ob das ein Wal wäre. Aber man hat so vorsichtig gewesen, Bruder. Um nur mal kurz zu zeigen, mit dem kleinen Dünn-Pischimann-Ding hier, auf einer ganz kleinen Tungstenperle, habe ich jetzt gerade die Forelle rausgezogen. So natürlich so ein bisschen eine Bienenmarder enttäuschen. Mal gucken, ob wir noch eine rausziehen.
So, meine Lieben, hier seht ihr diesen ganz kleinen dünnen Wurm, wie eine Bienenmale, ganz vorne genommen, das Ding. Einmal er gebissen, hat wieder losgelassen und dann hat er ihn nochmal genommen. Und mehr ist es nicht. Ganz, ganz kleines Ding. Mega cool. Das habe ich heute zum ersten Mal genommen, um eine Bienenmale zu imitieren. Ganz kleine Tungstenpelle, man kommt nicht weit raus, 2-3 Meter, 4 Meter, aber Fisch ist da. So, meine lieben Fischerfreunde, wir haben heute einen sehr erfolgreichen Tag gehabt. Wir haben es jetzt ungefähr 15 Uhr. Wir haben angefangen gegen, wann haben wir angefangen? Gegen 8, ne? Ja, gegen 8 haben wir angefangen. Wie gesagt, 15 Uhr haben wir es jetzt. Ich habe jetzt die ganze 14 Fische mitgenommen. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Ausbeute, 14 Fische. Ich glaube, der Nils hat auch nochmal 10 Stück, ne? Oder Nilsi? Auch nochmal 10 Stück. Ich denke mal, nochmal 10, das heißt insgesamt 24 Stück. So, leider hatte gerade der Akku kurz aufgegeben, ich musste kurz den Akku tauschen. Ja, wie gesagt, es hat sich mega gelohnt. Nils hat jetzt gerade noch die 11. rausgeholt. Wir vom Pürfischer Nord sagen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, ein Abo dalassen ist kostenlos, ein Like dalassen. Wir bedanken uns, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wir sagen ciao, Pürfischer Nord sagt Ende. Tschüss. Ciao.